Gottes Kraft. Der Leib Gottes, von dem in dem früheren Kapitel gesprochen wurde, besteht nicht aus Fleisch und Blut, Sehnen, Knochen, Schleim, Urin, Kot, so wie andere Leiber, sondern er ist ein Chit-Leib. Das heißt, seine Glieder, Sinne, Seele, Geist, Atma sind sämtlich wahres ewiges Sein, das heißt ein Sein, das immerdar und allerorts gegenwärtig ist, in Klammer Saat, reine Erkenntnis, in Klammer Chit, und göttliches Glück, in Klammer Ananda. Keineswegs ein Scheinleib ist hier gemeint. Sondern eine unausdenkbare Gestalt, in Klammer Achintya Rupa, die viel wirklicher ist als alles, was die Menschen auf Erden Wirklichkeit nennen. Es handelt sich um den unwandelbaren, von Geburt und Tod, Wachsen und Dahinwelken unberührten ewigen Grund. Der relativen Wirklichkeit der Welt, der den Naturgesetzen und den Gesetzen der Logik völlig enthoben ist, um die Realität aller Realität, die Wahrheit der Wahrheit, satyasya satya. Der Chitleib Bhagavans ist eine Gestalt von klarer Kontur, und doch ist er Unendlichkeit. Unbegrenzt von Raum und Zeit. Schon der Rigveda singt in einer Hymne an Vishnu: Sein Leib ist jenseits aller Messbarkeit. Die sechs Gottesmächte, die dieser Gestalt eigen sind und von denen das Vishnu-Puranam und Krishnadas Kaviraja sprechen, werden genannt Shri. Virya, Aishwarya, Yasha, Jana, Vairagya. Sie sind von Bhagavans Wesen ungeschiedene göttliche Kraft. Shri ist Bhagavans unendliche Schönheit und Lieblichkeit und unbekümmerte Ausgelassenheit. Virya, unendliche innere Kraft. Aishwarya, unerhörte Allmacht und Gottes Majestät. Yasha, unendlicher göttlicher Ruhm. Vairagya, Unparteilichkeit. Jnana, Allwissen. Shri ist die Haupteigenschaft. Die anderen fünf Eigenschaften hängen davon ab. Jede der vielen Seinsweisen Bhagawans besitzt diese sechs göttlichen Eigenschaften. Doch in der jeweiligen Manifestation treten manche von ihnen besonders hervor und die anderen zurück. Darauf beruht der Unterschied in der Offenbarung von Bhagavan Swayam und seiner vielen anderen Aspekte und Teilaspekte. Wenn in Bhagavan dem einen seine unerhörte Allmacht und Gottes Majestät, in Klammer Aishwarya, vorherrscht, offenbart er sich als Narayana. Wenn in Bhagavan, dem einen, seine Allmacht, in Klammer Aishwarya, und seine Anmut und Lieblichkeit, in Klammer Shri, sich harmonisch die Waage halten, offenbart er sich als Rama wenn in bhagavan seine unendliche kraft in Klammer Virya, und seine allwissenheit in Klammer Jnana, besonders hervortreten, offenbart er sich als narasimha; wenn in bhagavan sein allwissen jana und seine unparteilichkeit vairagya dominieren, offenbart er sich als shiva. Shiva hat viele Aspekte. In seiner höchsten Form manifestiert er sich als Sada Shiva. In seinem Teilaspekt als Weltzerstörer manifestiert er sich als Rudra Mahadeva, der große Gott. Wenn in Bhagavan seine Schönheit und Lieblichkeit in Glamashri durch Gottes Majestät leicht gedämpft ist, offenbart es sich als Krishna. Es ist derjenige Krishna, der ewiglich in seinem unzerstörbaren, grenzenlosen Reiche Dvaraka weilt und dessen Taten auf Erden im Mahabharata, in Klammer einschließlich der Bhagavad Gita, geschildert werden. Wenn in Bhagavan jedoch seine unendliche Schönheit und Lieblichkeit und unbekümmerte Ausgelassenheit ganz unverhüllt leuchten, so dass die anderen fünf großen Gotteseigenschaften, die immer in ihm vorhanden sind, gar nicht zum Ausdruck kommen. Dann offenbart er sich als der Krishna jener unendlichen Chitwelt, die von vielen Gottgeweihten als das innerste aller Gottesreiche angesehen wird, der Krishna von Goloka. In vielen Tempeln in Indien wird dieser Krishna dargestellt, als ein ewig jugendfrischer Jüngling, die Flöte blasend. Zu seiner Linken steht Radha, die Macht seiner Liebe in Chit-Gestalt, die ihm immerdar dient. In anderen Tempeln steht zu Seiten Ramas seine Chit Sita in Gestalt. Zu Seiten Narainas steht die Macht seiner Liebe Lakshmi. Zu Seiten Shivas steht Parvati. Jeweils die zu der betreffenden Seinsweise Gottes gehörende Shakti, die seine eigene Gottesfülle, erst. Zur Fülle macht. Gemäß den zu Anfang gegebenen Definitionen für Brahman, Paramatma, Bhagavan hat Gott in allen seinen Seinsweisen unendliche Kraft, Shakti. Beim Paramatma kommt diese Kraft zum Ausdruck, bei Bhagavan kommt sie zu noch stärkerem Ausdruck. Beim gestaltlosen, eigenschaftslosen Brahman kommt sie nicht zum Ausdruck. So wie Gott in all seinen ewigen Seinsweisen doch stets das eine ist, so ist auch seine unendliche Kraft, seine Shakti, von seinem Blickpunkt her eine Kraft. Vom Menschen her gesehen kann man mit Hilfe der Shastras Kräfte, Dreifache Art erkennen. Das Vishnu Puranam sagt, die Vishnu Shakti wird als die höchste verkündet. Die Kshetragya Shakti ist die nicht so hohe. Die Avidya Karma Shakti genannte, in Klammer die Unwissenheit und Karma bewirkt, ist als die dritte Shakti bekannt. In Klammer Vishnu Puranam 6.7.61 Zitiert UA Sri Chaitanya Charitamrita Adi 7.7 S-119 S Fußnote 41 Vishnu Shakti Vishnu in der ganz allgemeinen Bedeutung als der von Zeit und Raum unbegrenzte Gott in allen seinen Seinsweisen. 42: Avidya Karma Shakti, die Unwissenheit und Karma bewirkt. Karma, hier, die Auswirkung negativer oder positiver Kraftimpulse, die von den eigenen Taten und Begierden in früheren Leben ausgehen, aber dem Menschen zumeist wie ein unerklärbares Schicksal erscheinen. 1 die zum Zentrum alles Seins hinziehende Kraft die zu Bhagavans eigenem Wesen gehörende Svarupa Shakti oder Vishnu Shakti oder Chit Shakti ist die von Bhagavan ungetrennte Kraft des Sein Erkenntnis Glücks in Klammer Sat Chit Ananda in deren dynamischen Leben in einer besonderen Seinsweise als die Kraft, die Gottesspiel in Klammer lila gestaltet, heißt sie Lila Shakti oder auch Yoga Maya. Unablässig zieht sie zu dem Zentrum allen Seins, zu Gott hin. In diesem Aspekt als Kraft der Gnade heißt sie Akarshana Shakti. Man kann sie mit der Zentripetalkraft der Physik vergleichen. Das Wort Akarshana bedeutet Anziehung. Es wird von der gleichen Sanskritwurzel Krish hergeleitet wie das Wort Krishna. Auch die am Schluss des früheren Kapitels genannten sechs großen Gottesmächte, Shri, Virya, Aishwarya, Yasha, Vairagya, Jana sind Manifestationen von Gottes innerer Kraft, der Svarupa Shakti. Die Svetasvatara Upanishad berichtet, dass diese höchste Kraft Gottes dreifach gegliedert ist. Er hat weder ein Werk, das jetzt tun hätte, noch Sinne, mit denen es zu vollbringen wäre. Und nichts lässt sich sehen, das höher als er oder ihm gleich wäre. Es wird vernommen, dass er eine hervorragende Kraft hat, die mannigfaltig ist. Sie ist eins mit seiner eigenen Natur, in Klammer, svabhaviki, und ist Erkenntnis, Seinskraft und Lebendigkeit. In Klammer Svetasvatara Upanishad 6.8. Noch deutlicher wird diese dreifältige Kraft im Vishnu formuliert und deutlich von der Kraft der Maya abgegrenzt. In dir, der du aller Urgrund bist, findet sich die einzig dir eigene Kraft. In Klammer in den drei Aspekten als Ladini Shakti, Sandini Shakti, Samvit Shakti. In dir, der du frei von den Gunas der Maya bist, findet sich weder die wohlgebende Kraft des Sattva, die leidgebende Kraft des Tama, noch die gemischte Kraft des Raja. In Klammer Vishnu Puranam. 1.12.48 Jiva Goswami definiert im Tattva Sandarba und Priti Sandarba, durch welche das Sein in Klammer der Gottheit gegründet ist und auch anderen mitgeteilt wird, durch welche auch alles Sein der Dinge, der Zeit und des Ortes verursacht wird, das ist die Sandini Shakti deren Wesen Erkenntnis ist und durch welche Erkenntnis mitgeteilt wird das ist die Samvid Shakti deren Wesen Glück ist und durch welche diese höchste Erkenntnis die Glück ist auch anderen erkenntlich gemacht wird das ist die Ladini Shakti 48 Das Vorbereiten und Erwarten des Kontaktes mit der Samvit-Shakti ist im Vaishnavismus der Sinn aller religiösen Übungen. Die Samvit-Shakti, die Erkenntniskraft Gottes, durch die er sich selbst erkennt und auch andere sich erkennen lässt, wird in der indischen Philosophie und Theologie auch Bhakti genannt. Bhakti ist keine Menschenkraft. Sie geht von Gott aus. Aber sie kann durch Hören der Worte, der Berichte von Gottes Entfaltungsspiel aus dem Munde eines wahren Bhakta erlangt werden. Die Munis, die gläubige Zuversicht, Shraddha, haben sehen den Paramatma im Atma mit Hilfe von Bhakti, die sie durch Hören empfingen. Es ist eine Bhakti, die von Atma-Erkenntnis, Jana und Desinteresse, Vairagya, an allen anderen Dingen begleitet ist. Srimad Bhagavatam 1.2.12 auch die Hladini Shakti, Gottes eigene Kraft, die ihm selbst Glück schenkt und durch die diese höchste Erkenntnis, die Glück ist, auch anderen erkenntlich gemacht wird, führt noch einen weiteren Namen. Sie heißt Prema Bhakti. Wenn diese Prema Bhakti einem Atmer geschenkt wird und Herz und Augen und alles Sinne durchdringt, verhilft sie diesem Gottgeweihten dazu, den geliebten Gott und sein Reich nicht nur klar zu schauen, sondern ihm sogar unmittelbar zu dienen und ihn erfreuen zu dürfen. Denn es heißt, die Prema Bhakti, die Essenz von Gottes Svarupa Shakti, hat eine solche Macht, dass Bhagavan. Unter ihren Einfluss gerät und dass der, der in Chit-Gestalt überall Seiende genötigt wird, sich vor dem Bhakta sichtbar zu machen. Das Wesen von Bhakti und Prema-Bhakti wird im Kapitel 3 ausführlich dargestellt werden. Zweitens, Die vom Zentrum allen Seins fortschleudende Kraft. Auf Bhagavans Teilaspekt als weltzugewandter Gott, als Paramatma, beruht die Maya Shakti, die große Maya der Welt. Das Wort Maya wird abgeleitet von der Wurzel Ma, messen. Anaya miyati iti maya. Durch sie wird gemessen. Daher heißt sie Maya. Alles, was gemessen und berechnet werden kann, alles an sich träge, initiativlose, das eines geborenen Lebens bedarf, ist der Bereich der Maya. Diese Maya hat mehrere Seinsweisen. Als verhüllende Kraft oder atmika Maya verhüllt sie das Bewusstsein des Atma in der Stoffeshülle eines jeden Lebewesens. Als Vigsep Atmikamaya schleudert sie ihn vom Zentrum allen Seins fort. Durch sie erhält der Atma ein falsches Ich-Bewusstsein, in Klammer Ahamkara, und eine feinstoffliche, in Klammer psychische und eine grobstoffliche, in Klammer physische Leibeshülle, in Klammer Lingadeha und Stuladeha, mit welcher sich der Atma fälschlich identifiziert. Als fortschleudernde Kraft, in Shakti, kann man die Maya mit der Zentrifugalkraft der Physik vergleichen. Die Maya bewirkt keineswegs bloß Unwissenheit, Gaukelei, Täuschung. Als Prakriti, die unsichtbare Natur hinter der sichtbaren Natur, ist sie gestaltende Kraft und die Grundsubstanz aller Stofflichkeit. Die Welten von Zeit und Raum sind nicht Illusion, sie sind bedingt real, weil sie letztlich auf dem Urgrund Gott beruhen. Die große Maya wird eine scheue Dienerin Gottes genannt, die sich ihm nicht zu nahe wagt. Sie kann es nicht ertragen, dass Wesen sich von ihm abwenden. Deshalb führt sie diese Wesen vom Zentrum allen Seins fort und bindet sie als Avidya, in Klammer Unwissenheit, mit den unsichtbaren Fesseln des Unwissens. Durga. Durga ist eine Festung, ein Gefängnis. Als Vidya, Kraft des Wissens, macht sie es möglich, dass jene Wesen, die sich dem Urgrund wieder zuwenden wollen, zu ihm zurückfinden ihnen löst sie die Fesseln und hilft zu ihrer Freiwerdung, in Klammer Mukti. Die Maya, die große Mutter, die Herrin aller Welten, die Kerkermeisterin, die Verblenderin und doch auch zur Befreiung Verhelfende, wird vielfach angebetet. Gleich der Svarupa Shakti, der zu Gott's eigenem Wesen gehörenden Kraft tritt auch die Maya der Welt gestalthaft und gestaltlos auf. Die drei Gunas der Maya. Zur klaren Erkenntnis der Welt und des Menschen gehört gemäß den Shastras vor allem das Wissen von den drei Gunas der Maya. Das Sanskritwort Guna bedeutet Qualität, Kette, Fessel, Strick, Seil. Die Texte unterscheiden das träge, finstere Tama, das aktive, leidenschaftliche, feurige Raja, das stille, leichte Sattva. Sattva bindet den Atma durch Anhaften an Glück und an Wissen. Raja bindet den Atma durch Anhaften an Werk. Tama bindet den Atma durch Verwirrung, Trägheit und Schlaf. In (Gita 14.6 8) Wenn in einem Menschen der Gunasatva vorherrscht, so sind die Auswirkungen, im Sinne der Shastras zu handeln und zu sprechen, aufrichtig sein. Freigebig sein, den Geist zügeln, die äußeren Sinne zu beherrschen, Ausdauer, Leid ertragen zu können, gegen sich selbst hart sein, Zufriedenheit mit dem Maße des Erwerbs, Fähigkeit, auf etwas zu verzichten, höfliche Bescheidenheit, Überlegung, kritisches Unterscheiden, Bemühen, das sich in den Grenzen des Gesetzes und der Schicklichkeit hält. In Klammer Bhagavatam 11.25.2 Wenn in einem Menschen der Guna Raja vorherrscht, so sind die Auswirkungen die folgenden: Begehren nach Lebensgenuss, geschäftige Tätigkeit und Rastlosigkeit, blinder Stolz. Trotz Erlangung dessen, was man begehrt, ist man unzufrieden. Hochmut zu höheren Mächten um Reichtum und dergleichen beten. Die Anschauung Ich bin der eine, der andere ist verschieden von mir, ich habe nichts mit ihm zu tun. Genießen von Sinnesobjekten. Eigendünkel. Begeisterung für Krieg und Kampf. Schätzung des eigenen Ruhms und Namens. Andere Wesen lächerlich machen. Sich seiner eigenen Kraft brüsten und sie zur Schau stellen. Angestrengtes Bemühen, sein Ziel mit Gewalt zu erreichen. In Klammer: Srimad Bhagavatam 11.25.3. Die Auswirkungen des Tama. Ärger. Aufgrund von Ungeduld und Mangel an Ausdauer, Besitzgier, Geiz, vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist, sich müde fühlen, Streitsucht, sich selbst bemitleiden, niedergeschlagen sein, sich armselig fühlen, Schläfrigkeit, die Erwartung dieser oder jener. Wird mir etwas geben? Furchtsamkeit, Trägheit. In Klammer Bhagavatam das vierzehnte Kapitel der Bhagavad Gita enthält eine Darstellung der Lehre von den Gunas, den aus drei unsichtbaren, unzerreißbaren Fäden geflochtenen Kraftnetz der Maya, das die Substanz aller Welten bildet und die Wesen umschnürt. Noch ausführlicher über die Gita hinausgehend ist die Guna-Lehre im Bhagavatam, in Klammer, zum Beispiel 11, Kapitel 25. Dort wird unter anderem genau analysiert, was gunerhaftes Wissen, guna -hafte Überzeugung, guna -hafte Freude ist und welches Wissen, welche Überzeugung, welche Freude über den Gunas der Maya liegt. Bhagavan Krishna spricht, das ausschließliche Wissen vom Atma und Brahman ist sattva-haft. das Wissen vom Menschen als Einheit von Leib und Geist ist rajahaft, das alltägliche Wissen, das sich bloß auf irdisches Wohl bezieht, ist tamerhaft. Doch das Wissen, das in mir gründet, ist frei von den Gunas. Srimad Bhagavatam 11.25.24 Sattva-haft ist die tatkräftige Überzeugung, dass das Forschen nach dem Atma der Sinn des Lebens sei. Rajahaft ist die Überzeugung, dass der Zweck des Lebens das Erfüllen der den Menschen gebotenen Pflichten sei. Tamerhaft ist die Überzeugung, dass das Nichtbeachten dieser Pflichten der Zweck des Lebens sei. Tatkräftige Überzeugung aber, dass das Mir-Dienen der Zweck des Lebens sei, ist frei von den Gunas. Srimad Bhagavatam 11.25.27 die Freude, die aus dem Atma entspringt, ist sadhva Die Freude, die aus der Sinnenwelt entspringt, ist Rajahaft. Die Freude, die aus Verwirrung und Schwäche entspringt, ist tamahaft. Die in mir gründende Freude ist jenseits der Gunas. Srimad Bhagavatam 11.25.29 mit harter Klarheit wird im Bhagavatam betont, dass nicht nur grob physisches, sondern auch alles geistig-seelische der Maya zugehört. Weder der Leib, der aus Erde besteht, noch die Sinne oder die Götter, die regelnd über sie wachen, nicht Atem, Wind, Wasser, Licht, nicht der Geist, welcher der Nahrung bedarf. Nicht der Verstand, nicht das Herz, in Klammer, das Gemüt, die Seele, nicht das Ich-Bewusstsein, nicht Äther, noch Erde, noch Sinnesobjekte, nicht die ungestaltete Urkraft der Materie, keines von all diesem ist der Atmer. Shrimad Bhagavatam 11.28.24 alle Dinge und Gefühle, die im Menschen und in der Natur gründen, bestehen aus den drei Gunas der Maya. Und alles, was er sieht und erlebt, alles, was er hört, alles, was er mit seinem Geiste denkt, das aus den Gunas stammende Tun und Lassen, das bestimmt die Arten des umhergetriebenwerdens des Menschen, in der Wandelwelt von Geburt zu Geburt. Srimad Bhagavatam 11.25.31-32. Selbst die Religion, soweit sie mit ihrer Tugendübung noch irgendeinen Eigengenuss, irgendeinen Lohn begehrt, zum Beispiel der Karma-Teil des Wieder in Klammer oft schlechthin wieder genannt, der für treue Pflichterfüllung Erdenglück oder ein vergängliches Himmelsglück nach dem Tode verheißt, ist von dieser harten Scheidung zwischen den Kategorien Maya und Atma nicht ausgeschlossen. In der Bhagavad Gita spricht Krishna auf dem Schlachtfeld als göttlicher Guru zu seinem Schüler Arjuna. Die Veden Handeln von den drei Gunas der Maya. Werde frei, O Arjuna, von den drei Gunas. Sei über den Gegensatzpaaren der Maya, frei vom Trieb zu erwerben und festzuhalten. Wurzle im lauteren ewigen Sein, sei im Atmer gegründet. Gita 2.45 Fußnote 55. Aukara und allen anderen Kommentatoren ist nur jener Teil des Veda gemeint, der sich mit Karma-Yoga befasst. Fußnote 56. Sei über den Gegensatzpaaren der Maya. Nirvandva. Gemeint ist Ehre und Schande, Liebe und Hass und so weiter. Alle anziehenden und abstoßenden Kräfte in der Welt der Maya. Fußnote 57 Wurzle im lauteren, ewigen Sein. Sattva bedeutet hier nicht den zur Maya gehörigen guna sondern wie sattva das in Erkenntnis leuchtende, lautere Sein. Der ewigen Wirklichkeit der Samvit Shakti, Fußnote 58, sei im Atma gegründet. Unter Atma könnte hier, je nach der Wesensart und Reife des Adepten, alle jene Bedeutungsschichten des Wortes Atma verstanden werden, die der Kategorie des Ungeborenen Todlosen unzerstörbaren ewigen Angehören. Also der Atma als individuelle Atma, als Brahman, als Paramatma, als Bhagavan. Vergleiche Gita 2.17 bis 25. Das Wort Atmawan kann aber auch bloß bedeuten sei klug. Das völlige Hinausgehen über die drei Gunas der Maya ist eine überaus schwere Aufgabe. Denn bei den ersten Schritten auf einem Yogaweg wird nicht nur der Lichte Gunasatva, sondern auch die Leidenschaft des Guna Raja und die Finsternis des Guna Tama oft bestürzend gestärkt. Wie unerhört die Macht der Gunas ist, wenn sie in ihren Tiefen aufgerührt werden, deutet die Aussage der Shastras an, dass Brahman mit dem Guna Raja die Welt formt und Vishnu sie mit dem Guna Sattva behütet und Shiva sie mit dem Guna Tama zerstört, bis in die Namen der gewaltigen Berge des Himalaya der als Shivas irdische Wohnung gilt, erstreckt sich das Wissen von Gott und seiner Kraft und von den drei Gunas der Maya. Der höchste Berg der Welt, den wir Mount Everest nennen, heißt auf Sanskrit und in den verschiedensten indischen Sprachen Gauri Shankara. Shankara ist Shiva. Gauri in Klammer oder Parvati oder Durga, ist Shivas von ihm untrennbare Shakti. Ein anderer über die Wolken ragender Berg dieser Gebirgskette heißt Trishula. Das bedeutet den Dreizack, den Shiva emporhält und dessen drei Zinken aus Sattva, Raja und Tama den drei mächtigen Gunas der Maya bestehen. Drittens, Die Kraft an der Grenze, die Jiv Atmas. Zwischen den beiden gewaltigen Kräften der Svarupa Shakti und Maya Shakti oszilliert die dritte große Kraft Gottes, die tathastar Star Shakti, die Kraft an der Grenze, in Klammer Tata. Die auch Kshetragya Shakti oder Jiva Shakti genannt wird. Aus dieser Kraft sind die zahllosen Atmas, die Jiv atmas die in die Welt der Maya hineingegangen sind, um dort Eigengenuss zu suchen, gebildet. Sie heißen auch Kshetragya, Feldkenner. Fußnote 60 Vergleiche Gita Kapitel 13. Dort 13.2 spricht Krishna von noch einem anderen Kshetragya, einem Feldkenner in allen Feldern. Sein Feld sind sämtliche Atmers im Weltall. Es ist der Param Atma, der innere Anschauer, stille Zeuge, innere Lenker in allen lebewesen krishna nennt in gita 13.2 das wissen vom feld und vom feldkenner das wissen feldkenner sie alle sind anschauer des feldes kshetra alle vorgänge in ihren psychischen und grobphysischen hüllen jeder der unendlich vielen Atmers, deren Gesamtheit die Shiva Shakti ausmacht, ist in seinem wirklichen Wesen nach todloses Leben. Der Atmer gehört seiner Natur nach eigentlich gar nicht zur Welt von Zeit und Raum, sondern zum Reiche des unmessbaren, unberechenbaren. Er gehört zum unendlichen Reiche Gottes. Der Atma wird nicht geboren und stirbt nicht. Sein Wesen ist wirkliche ewige Existenz, Saat, reine Erkenntnis, Chit, wahres Glück, Ananda, freilich nur in unendlich kleinem Maß. Er ist ein winziger Funke des göttlichen Feuers. Dem Atmer zu eigen ist echtes Ich-Bewusstsein. Das heißt, das Bewusstsein, ich bin Atmer und ich gehöre zu Gott. In seinem Wesen liegt Willensfreiheit, Initiative, Spontanität. Der ewige Atmer kann nie von etwas, was nicht der Kategorie Atma zugehört, nie von den Sinnen und dem Intellekt, die aus Maya bestehen, begriffen werden. Er erkennt sich nur selbst und nur er selbst macht sich offenbar. Aber so wie am Strande des Meeres die Grenzlinie schwankt, bald vom Meer überspült wird, bald Land hervortreten lässt, so Wechselt das Bewusstseinsvermögen des Atma, welcher der schwankenden Kraft an der Grenze zugehört. Wegen seiner Kleinheit und wegen der Nähe der Maya kann er von ihr verschattet und scheinbar überwältigt werden. Wenn er Genuss im Bereiche der Maya begehrt, wird sein Bewusstsein als Atma gelähmt. Er vergisst, sich selbst. Er ist zum Jiv Atma in Klammer Chiva, Atma oder Chiva geworden, der von einer Hülle, einer Leibeshülle aus dem Stoffe der Maya umgeben ist. Das Wort Chiva wird hergeleitet von der Wurzel Jiv und bedeutet Leben und Leben verleihen. Das Wort Chiva hat drei verschiedene Bedeutungsschichten. Sekundär wird das Wort Jiva für den Jivatmer gebraucht, weil es seiner Gegenwart zu verdanken ist, dass die grobstoffliche und feinstoffliche, in Klammer psychische Leibeshülle, in Klammer Stuladeha und Lingadeha, Leben, in Klammer Jiva besitzt. Im tertiären Sinn wird das Wort Chiva für die Einheit von Jiv-Atma und Stuladeha und Lingadeha gebraucht. Im primären und höchsten Sinn bedeutet das Wort Shiva den Vishnu als Paramatma, der durch seine Gegenwart alles belebt. Der Jiv-Atma allein ist nicht imstande, auch nur seine eigenen Hüllen in Glamastula und Lingareha zu beleben. Jiva im höchsten Sinn ist also ein Synonym für den der Welt zugewandten Gott. Die große Unterweisung Krishnas in der Bhagavad Gita beginnt mit einer Darlegung des Wesens des Ewigen, dem jeder Atma zugehört, des Bewusstseins, dass der Jiva Atma Verloren hat und dass er durch Yoga in Klammer Verbindung mit der Fülle des Ewigen wieder erlangen kann. Krishna spricht: Das Wissen als das Unzerstörbare, von dem dieses ganze Weltall durchdrungen ist, niemand vermag dieses Unwandelbare zu zerstören. Es ist ungeboren, ewig, immerdar, alterlos. Es wird nicht erschlagen, wenn der Leib erschlagen wird. In Klammer Gita 2.17 und 20. Ihrer Natur nach ist also die Jiva Shakti, das heißt die Gesamtheit der Jivas, im Wesen Chit Shakti, aber nicht in der Fülle der Chit Shakti, sondern in geminderter Intensität und in zahllose Strahlen vereinzelt. Jedes Partikelchen eines Strahls ist ein Chief Atma, der in die Dunkelheit der Maya hineingeht und je nach der Dichte der Hüllen, allem Bewegen und Unbewegten im Weltall einen größeren oder geringeren Grad von Leben und Bewusstsein verleiht. Die Erkenntnis der Shastras Weiß von nichts gänzlich leblosen im All, denn alles ist vom Atma durchwaltet. Vom Weltenbildender Brahma und dem Himmelsfürsten Indra bis zu Mensch und Tier und Pflanze und Spermatropfen und Mikrobe und Kristall und Stein sind alle diese Wesen ihrer inneren Natur nach Jeev Atmas durch ihren Standort an der Grenze zwischen den beiden ungeheuren Kraftfeldern der zu gott hinziehenden und durch Erkenntnis von ihm gebenden Svarupa Shakti und der von ihm fortschleudenden und ihn verhüllenden Maya Shakti stehen alle diese Atmas immer da zwischen der Svarupa Shakti und der Maya Shakti und sind in der Nachbarschaft von beiden, dem Einfluss beider, ausgesetzt. Doch wenn es auch viele Atmers gibt, die nie gefallen sind und die in dem ewigen Reich der Freiheit geblieben sind, haben sich doch die meisten Atmers ureinst vor anfangsloser Zeit, wie es heißt, in Ausübung ihres freien Willens entschieden, Eigengenuß zu suchen, und den können sie nur finden, wenn sie sich von ihrem eigenen Urgrund abwenden und Sinnesorgane zum Genießen des Stoffes erhalten. Zur Erfüllung ihres eigenen Wunsches werden diese Atmas von der Maya, die Gottes Willen vollzieht, in Stoffeshüllen gekleidet, die aus der Substanz der Maya bestehen. In feinen psychischen Hüllen. In den erwähnten vier Schichten des Bewusstseins, Mana, Bodhi, Chitta, Ahamkara, und in eine grobstoffliche Hülle, den Leib. Aus dem Guna-Tama der Maya sind die Welten der Materie und die Leiber der Lebewesen gebildet. Vorwiegend aus dem Guna-Tama und verhältnismäßig viel Raja sind die Sinnesorgane. Und die aktiv ordnende und Schlussfolgerungen ziehende Vernunft der Wesen gebildet. Aus dem Gunatama und verhältnismäßig viel Sattva ist der denkende und Vorstellungen bildende, dahinschweifende Menschengeist und auch der Urgrund des menschlichen Bewusstseins, das Chitta, gebildet. Jene psychische Hülle, die dem Atma am nächsten liegt. Aus den Gunas der Maya ist auch der Ich-Sinn, Ahamkara, gebildet, das Vermögen der Hüllen, sich als eine Einheit zu erleben. Man hat die feinstoffliche psychische Hülle mit einem Hemd, die grobstoffliche Leibeshülle mit einem schweren Oberkleid verglichen. In Klammer, vergleiche Gita 2.22 der atmer im menschen sagt gleichsam in geistesverwirrung ich zu dem was gar nicht er selbst sondern nur wie ein ihm wesensfremdes hemd und kleid ist er der von grober und feiner materie unbefleckte der ungeborene todlose ewige dessen wesen ein tropfen sein erkenntnisglück chit anander ist, glaubt, das Schicksal seiner vergänglichen Hüllen sei sein eigenes Schicksal und sagt, ich bin hungrig, ich bin satt, ich bin gesund, ich bin krank, ich bin Deutscher, ich bin Jude, ich bin ein Brahmane, ich bin ein Kastenloser, ich bin Mann, ich bin Weib und so weiter. Lauter Verblendungen bewirkt, durch Maya, doch in Erfüllung eigenen Begehrens. Denn ohne Leib und Geist und ohne Sinne, in Klammer aus dem Stoffe der Maya, vermöchten die Atmas ja gar nicht für sich selbst zu genießen, sondern nur ihren eigenen Urgrund zu erkennen und ihm zu dienen. Im Bhagavatam wird von einer großen Offenbarung berichtet, die Vyasa, der Ordner der Veden, empfängt. Da heißt es. In seinem ganz von Bhakti durchglühten Geiste, ganz auf Bhagavan ausgerichtet und lauter, sah er den urewigen Gott, der Ganzheit und Fülle ist. Dann sah er die Maya, die nur mittelbar von fern in ihm gründet. Sie, durch die der Atmer verblendet meint, er sei der Leib, der Geist, das, was aus den drei Gunas der Maya besteht, obgleich er doch ein ganz anderer ist, er erhält ein unheilvolles Ich-Bewusstsein, durch das er sich mit dem von der Maya gelieferten Leib und Geist identifiziert. 1.7 4 bis 5. Das Bhagavatam führt weiter aus: Wenn ein Atma sich von Gott abgewendet hat, dann unter dem Einfluss der Maya Gottes vergisst er, wer er selber ist und hält sich für das Gegenteil von dem, was er ist. Er überträgt sein Ich-Bewusstsein auf den Leib und den Geist, den die Maya Ihm liefert sich selbst vergessend in den unwahren Ich-Bewusstsein versunken in das zweite, das er gar nicht ist, erfasst ihn Furcht in Klammer um des Wohls seines unsteten, unwahren Ichs willen. Gewissermaßen ist die Gnade der Maya, wenn auch täuschende Gnade, dass dem Atmer, Leib, Sinn, Seele, Geist aus Maya-Stoff zur Erfüllung seines Begehrens nach Eigengenuss gegeben wird. Und es ist wahre Gnade, dass jeder Genuss, der nun im Reiche der Maya gefunden wird, vergänglich ist, nur gleichsam. Einen Augenblick wert und im Untergrund als Bodensatz bitteres Leid in sich birgt. In der Bhagavad Gita 5.22 sagt Krishna: Alle Genüsse, die aus Berührungen entstehen, sind der Mutterschoß von Leid. Wenn der Teil des Karma, der zu dem gegenwärtigen Leib geführt hat, sich ausgewirkt hat, dann Stirbt der Mensch. Beim Sterben wird der grobstoffliche Leib, zu dem der Atma Ich sagt, abgelegt und kehrt zu den Elementen aus Maya, aus Prakriti zurück, aus denen er stammt. Doch es ist bekannt, dass die Begierden auch beim Alten zumeist nicht schwächer werden, eher anwachsen. Auch beim Sterben wenn der Atmer den vermorschten Leib, zu dem er bisher Ich-Sagte loslässt, bleibt die Gier des verblendeten Atmer nach einem Leib, der Genuss gewährt, bestehen. Zwar legt er die grobstoffliche Leibeshülle, zu der er Ich-Sagte ab, doch die in den Augen unsichtbare feine psychische Hülle mit allen ihren eingekerbten Trieben und Leidenschaften Haftet bei ihm und er sagt weiter: Ich zu ihr. Es ist so, wie wenn jemand beim Schlafengehen das Obergewand auszüge, aber das Hemd behält er an. Die psychische Hülle ist ein recht schmutziges Hemd, denn nach der Lehre der Upanishaden, der Gita und der Puranas sind in die tiefste Schicht dieser feinen Hülle. In das Chitta alle Eindrücke des vergangenen Lebens aufbewahrt. Nicht nur die Eindrücke des letzten Erdenlebens, sondern die Eindrücke der Lust und des Leids aus unzähligen vergangenen Leben. Diese Eindrücke in dem ursprünglich klar reflektierenden Spiegel des Chitta haben die Süße, die Qual, das Aroma des einstigen Lebens bewahrt. Sie sind zu Lust- und Hasskeimen in Klammer Vazana geworden. Beim Herannahen des Todes wird zwar das Ich-Sagen des Jiva-Atmer zu dem bisherigen Leibe immer schwächer, aber noch bevor er diesen Leib innerlich völlig loslässt, steigt aus der Masse jenes Karma aus vielen Leben, das sich noch nicht ausgewirkt hat, aus der ungestümten Gier noch unerfüllter Wünsche mit unwiderstehlicher Kraft ein Bild auf. Es ist das Bild seines künftigen Leibes. Noch ehe er seine bisherige Leibeshülle fahren lässt, klammert sich der Sterbende an dieses Bild an. Er sagt, ich und mein dazu. Dieses Vorstellungsbild leitet den Chief Atma auf Wegen, die in den Shastras genau beschrieben werden, durch die Nahrung zum Sperma des Vaters und zum Ovum der Mutter, das heißt, zu dem Elternpaar hin, das imstande ist, das physische Material und die Erbanlagen zu liefern, dem Sinne noch unausgelebten Begehrens. Zur weiteren Auswirkung des Karma benötigt werden. Welches Bild aus der Fülle der einstigen Eindrücke aufsteigt, hängt ab vom stillen Walten des inneren Lenkers, der in jedem Wesen weilt. Im Einklang mit Brihadaranyaka Upanishad 4.4.3 sagt das Bhagavatam. So, wie eine Raupe ein Blatt nicht verlässt und erst dann, wenn sie ein neues Blatt ergriffen hat, es verlässt, so gibt man beim Sterben das Ich-Gefühl zu dem alten Leib nicht auf, ehe man nicht einen anderen ergriffen hat. Und das geschieht dann, wenn das Karma, das den alten Leib veranlasst hat, zu Ende ist? Und das Karma, das den neuen Leib verursacht, einsetzt. In Klammer Srimad Bhagavatam 4.29.77 Im Bhagavatam 4.29.76 wird auch beschrieben, wie beim kleinen Kind die Lust- und Hasskeime aus vergangenen Leben noch wie schlafend ruhen und noch nicht ihre Keimkraft aufwachsen und zur vollen Reife gelangen dass die innere Hülle, die den Atmer bedeckt, in Klammer Antakarana, bald wieder wie einst einem Nessushemd gleicht, das flammt in unersättlichem Begehren. Und so wandern diese Atmers, die sich selbst, das heißt ihr wahres Wesen als Atmer vergessen haben, von einer Hülle aus Begierden umgeben, entsprechend ihrem Begehren. Von Leib zu Leib, von Leben zu Leben, von Tod zu Tod, durch ihnen ganz wesensfremde Welten. Die Upanishad sagt: Wer Wünsche noch begehrt und ihnen nachsinnt, wird nach den Wünschen da und dort geboren. In Klammer Mundaka Upanishad 3.2 2: Den Upanishaden und Puranas und anderen Shastras zufolge führt dieser scheinbare Gestaltwandel des Atma, denn in Wahrheit ist der Atma ewig, unveränderlich und frei, durch mancherlei Bewusstseinszustände. Er kann ein dumpfes Bewusstsein, als der Mensch erlangen, auch manchmal ein lichtes Bewusstsein, Tiergestalt. Pflanzengestalt, Dämonengestalt, Halbgottgestalt kann sein wahres Wesen verhüllen. Für diejenigen, die hier einen erfreulichen Wandel haben, für die ist die Aussicht, dass sie in einen erfreulichen Mutterschoß eingehen einen Brahmanen-Schoß oder Kshatriya-Schoß oder einen Vaishya-Schoß die aber hier einen stinkenden Wandel haben, für die ist Aussicht, dass sie in einen stinkenden Mutterschoß eingehen, einen Hundeschoß oder Schweineschoß oder den Schoß eines Kastenlosen. In Klammer Cendokia Upanishad 5.10.7 So geht die endlose Wanderung des Atma durch die Welten der Maya im Wogengang auf und ab. Krishna Chaitanya erklärt seinem Schüler Sanatana, bald steigt er, der Jiva, zum Himmel empor, bald in Höllen herab, so wie jemand, der Strafe verdient, von einem König in einem Fluss eingetaucht wird. In Klamasri Chaitanya Charitamrita Madhyalila Lila 20.105-118 die Wanderung durch die Welten der Maya Shakti kann aber noch einen anderen Sinn haben. Shiva Goswami verglich die drei Kräfte Chit Shakti, Shiva Shakti und Maya Shakti mit der Sonne, den Sonnenstrahlen und der Dunkelheit. Es ist die Dunkelheit der Maya-Welt, in welche die Atmos wie Partikelchen von Strahlen der Sonne hineingehen. Es kann zum Sinn des Lebens werden, dass ein Atmer sich bewusst wird, dass er Sonnenstrahl ist, zur Chitsonne Gott gehörig. Die Fülle der Chitt-Shakti ist wie Gott immer da und überall, aber unberührt und unbefleckt von der Welt der Maya Shakti. Sie ist, ob es nun eine Welt gibt, oder keine Welt gibt. Auch die maya Shakti aus der anfangslos und endlos mannigfaltigen Welten gröberer und feinerer Materie aufsteigen und wieder versinken, ist immer da. Und auch die unergründlich vielen Jiva-Atmas, die der Jiva Shakti entstammen, sind so alt wie Gott, das heißt, alterlos, ewig alle drei shaktis sind von ewigkeit zu ewigkeit der guru erklärt es gehört zum wesen der göttlichen fülle dass sich gleichsam an ihrem rand verstreute strahlen geminderten lichtes das heißt die atmas und wie ein immerwährender schatten der fülle auch die dunkle sphäre der maya befinden warum Leiden die Chivas. Warum stürzen sie ins Dunkel der Maya hinab? Hätte Gott es nicht anders einrichten können? Solche Fragen nach einer Rechtfertigung Gottes tauchen im Sinne der Shastras gar nicht auf. Es ist so, dieses Geschehen gehört mit zu Gottes ewigen Wesen, das kein Warum kennt. Gott der Ewige unter den Ewigen, der Bewusste unter den Bewussten, wird's den Atmers, die winzige Teilaspekte seines Selbst sind, nie die Freiheit ihrer Willensentscheidung rauben. Er will keine Sklaven. Doch in den Shastras, deren wirkliches Sein ihre eigenen Aussagen zufolge ebenfalls eine der ewigen Seinsweisen Gottes ist, wird eingehend erklärt, welche Wege, in Klammer Yoga-Wege, die abgeirrten Schiefatmers ihrem Reifezustand entsprechend, gehen müssen, um der Finsternis der Maya welt zu entkommen und die Wiederverbindung mit ihrem eigenen Grund zu erlangen. Im Bhagavatam sagt Krishna: Wer diesen menschlichen Leib erlangt hat, dessen Bestimmung ist, mich zu erkennen, und der in dem von mir gegebenen Dharma gründet, der erlangt mich, den in seinem Atma weilenden Paramatma, dessen Wesen göttliches Glück ist. In Klammer Srimad Bhagavatam 11.26.1 Zwischen Atma und Paramatma. Zwischen dem Atma und dem Brahman, zwischen Bhagavan und seiner Chit Shakti, zwischen der Chit Shakti und der Maya Shakti, zwischen der Maya Shakti und der Welt, die sich aus ihr entfaltet, besteht die unausdenkbare Beziehung, die man Achintya Beda Abheda nennt. Unter Beda versteht man das Getrenntsein oder die Unterschiedlichkeit zweier Sachen aufgrund der Verschiedenheit ihrer Substanz, des Ortes und der Zeit. Abeda ist das Fehlen dieser dreifachen Unterscheidung. In den Upanishaden und anderen Shastras wird zuweilen das Ungetrenntsein Abeda des Atma und Parmatma, des Atma. Und des gestaltlosen Brahman und so weiter mehr betont, an anderen Stellen wieder ihr getrennt sein. Beda, Fußnote 68, Achindya Beda, Abeda. Jan Gonda sagt in Religion Indians, Römisch 2, Stuttgart 1963, Seite 159 FN 29, der Name Achintya Beda Abeda rührt von Baladeva in Klammer aus dem 18. Jahrhundert her und Achintya bedeutet für den logisch denkenden Menschen nicht vorstellbar, sondern auf einer höheren Ebene zu erfahren. Dem bedeutenden holländischen Indologen ist wohl entgangen, dass bereits schritthaar, in Klammer 14 Jahrhundert Jahrhunderts in seinem Kommentar zum Vishnu 1.3.2 eine Definition bringt. Lediglich durch das Wissen von der notwendigen Bedeutung des Sinnes, der Shastras, erkennbar. Chiva Goswami aus der Chaitanya Schule hat dann im 16. Jahrhundert in seinem Werk Sarva Samvadini das Thema Achintya Beda Abheda ausführlich behandelt. Vergleiche Sundarananda, Vidya Vinodas, Achintya Beda Beda, Kalkutta mit den Belegstellen. Die Bezeichnung Achintya findet sich schon in Bhagavad Gita 8.9 von unausdenkbarer Gestalt, in Klammer Ajintya Rupa. Vergleiche auch Dr. S.N., Das Gupta, History of Indian Philosophy, Volume 3, Cambridge, 1940, p. 105 106. The Beda Abeda interpretation, probability earlier, as the monistic interpretation introduced by Shankara. The Bhagavad Gita, which is regarded as the essence of the Upanishads, the older Puranas. And the Pancharatra dealt with in this volume are more or less on the line of Beda Abeda. In fact, the origin of this theory may be traced to the Purusha Shukta of the Rig Veda.